Das schneide ich vor die Folge. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Winter Adventure. In der Tat ist es schon die 8. Folge und mit dabei habe ich heute den lieben Max und den lieben Puzzlefreak. Hallo. Ich schlag die jetzt mal nicht, denn da geht's weit runter. Das ist ein kleines Update-Video, wie man vielleicht an meiner Stimme hört. Ich bin ein bisschen krank und zum anderen kommen momentan auch so wenige Videos für alle Leute, die es aktuell gucken, weil die Internetleitung komplett rumspinnt. Ab 18 Uhr abends habe ich keine Verbindung mehr. Aber den ganzen Tag davor, weil ich krank bin, kann ich euch mal zeigen, was wir so schaffen. Ich plane die Decke, Max baut alles andere weg. Und Pacific hat jetzt heute auch schon angefangen mit wegzubauen. Und ja, das Ganze, kann ja mal kurz hier vorne das Schild zeigen, das Ganze ist von der Allianz und nennt sich auch Funitown. Bedeutet, das hier unten wird jetzt unsere so gesehen neue Stadt, weil wir oben zu oft beklaut wurden und keinen Bock mehr auf alle Leute hatten. Deshalb bauen wir uns jetzt hier unten ein eigenes Ding. Wo genau das ist, werde ich euch noch nicht verraten. Aber hier werden jetzt mal ein paar Zeitraffer eingeblendet. Wie das eigentlich aussieht, wenn man sowas abbaut. Es war ätzend. Und schön. Und was? Und schön. Und schön, ja. Also ich habe schon ungefähr 20.000 Blöcke da drin abgebaut. Ihr zwei könnt jetzt mal mitkommen. Die Leute hören jetzt unsere Stimmen, aber sehen die Zeitraffer. Ja. Hier kann man auch wunderbar sehen, wie klein eigentlich diese Leute in diesem riesen Raum wirken. Muss ich nur noch gut schneiden, damit meine Stimme jetzt drauf passt. Okay. Dann würde ich sagen, das war's jetzt mit den Zeitraffern. Jetzt sind wir schon hier. Und also, ich weiß nicht. Das kennt er vielleicht noch. Ein Funi ist der Beste. Kommt von Olaf. Olaf ist jetzt gerade noch nicht dabei, ist vielleicht nächste Folge wieder dabei. Hier hat sich noch nicht so viel verändert. Wir haben da immer noch den Verzauberungstisch. Hier haben wir wieder ein paar Kühe und ein paar Schafe. Schafe jetzt in verschiedenen Farben, weil ich rote und gelbe Wolle gebraucht habe für eine Redstone-Schaltung zum Markieren. Und wenn man dann hier durchläuft, sieht man, ich habe überall ein paar Hunde platziert, damit mich nirgendwo irgendjemand schlägt. Und hier kommt man dann in den Höllenbereich mit Netherportal. Auch das Netherportal hat sich ein bisschen verändert. Schwubbel, 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 schwubb. So, hier kann man sehen, es geht nach Funitown und in die Allianz. Und es ist ein bisschen größer. Und Philipp ist da. Sagen wir mal Moin, Philipp. Nein, das war der falsche P. Ups. Philipp ist auch in der Allianz drin, der ist jetzt aber gerade nicht in der Aufnahme drin, weil, ja, drei Leute reichen. Ihr dürft auch mal was sagen, dann rede ich nur nicht die ganze Zeit. Ich mag Baby Wolf da. Ist das meiner? Ja, ist meiner. So, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen mal kurz nach da hinten. Ihr liebe Zuschauer, seht einen kurzen Cut und dann zeigen wir euch eine Skelettfarm. Oh mein Gott, da ist ein Gast. Wir müssen ihn töten. Ja, das will ich. Oh Mann. So. Jetzt aber zur Skelettfarm. Meine. Aua. Ha. Ja, natürlich. Was ist ja. Und da sind wir jetzt auch schon bei unserer Skelettfarm. Erstmal kurz zu meinen Hunden. Und hier sind dann Hunde von Steve. Ja, und Hunde von Max. Und das hört sich dann hier sofort. Hunde von. Hunde von Olaf, guck mal. Ja. Okay. Ja. Pussy Freak. Der hat auch schon so viele Hunde wie Olaf. Ja. Aber jetzt. Und hier ist noch ein Raum von mir. Der ist aber noch leer, ja. Und dahinter. Ja, ich weiß, den habe ich. Hier hinter bin ich rausgekommen, als ich ein paar Dias gefarmt habe. Das Ganze ist ein bisschen weiter weg. Damit wir halt hier einen Skelettspawner drin haben.
Wir können die ganze Farm mal anschalten. Funktioniert so, dass man halt zwei Hunde nimmt. Die laufen dann hier so rein auf beiden Seiten und greifen die Skelette an. Die Skelette droppen dadurch die XP und der Loot, der fällt hier unten dann in das Lager rein. Und absoluter Geniestreich meinerseits. Wir haben, F5, oh wei. Wir haben hier noch eine AFK-Angelfarm. Bedeutet, wir können hier AFK stehen, angeln und hier kriegen wir die XP. Also doppelt effektiv. Die Sachen landen dann hier unten drin. Da hat irgendjemand Müll reingeworfen. Okay. Ja, so viel dazu. Und man kann die Farm auch einfach wieder ausmachen. Das Ganze ist mit Redstone-Lampen geschaltet. Und hier bekommt man dann ziemlich easy, ziemlich schnell, ziemlich viele XP. Ziemlich oft ziemlich gesagt. Aber solange es nur ziemlich und nicht zierlich ist. Ihr seid heute echt verdammt leise. Ihr sagt absolut nichts. Könnt ihr das mal bitte lassen? Da kann ich auch gleich einen Singleplayer aufnehmen. Ja, okay. Nee, keine Lust. Oh, hier haben wir unseren XXL-Mülleimer. Da kann man einfach sagen, ja, Dinner brauche ich nicht mehr und da wirft man halt rein, ich brauche noch. Mit dem Shader ist er jetzt gerade ein bisschen hell, wenn man direkt vorsteht. Oh, jetzt gucke ich jetzt mal nicht mehr rein. Ich würde vorschlagen, wir gehen noch mal kurz nach Hause. In die Funitown-Höhle. Ich zeige euch mal einen krassen Trick. Wir gehen hier rein und... Und da sind wir auch schon. Alter, das Portal sollten wir öfter mal benutzen. Willkommen bei der Allianz. Willkommen in Funitown. Mir gefällt der Slogan. Nein, eigentlich ist es ja nur ein Spruch. Was ich jetzt noch kurz machen wollte, um zu gucken, ob es wirklich von der Höhe her ausreicht. Wir nehmen mal kurz das und das. Und, sag mir bitte, dass ich irgendwo noch Knochen dabei habe. Ja, komm gerade von der Skelettfarm und haben vielleicht keine Knochen dabei. Einmal mit Profis aufnehmen. Wuhu. So? So? Mano. So, wir haben einen Baum. Alter. Ist der Baum wirklich genauso hoch wie der Raum? Nee, ein Block hat er noch. Das heißt, der Raum ist genau mit der richtigen Höhe für den höchsten Baum. Der hat noch mindestens zwei Blöcke. Ich glaube sogar drei. Ich baue mich einfach mal kurz hoch, dann weiß ich. Wir hatten heute noch nicht genügend Schnitttechnik, deshalb hier kurz ein Zeitraffer. Man sieht gerade, Internetverbindung ist on point. Willst du eine Dia-Axt haben? Danke, ich habe eine Dia-Axt mit Effizienz 4. Du baust bei mir Sachen mit der Hand ab. Ja. Oh mein Gott. Oh. Ach Junge, du bist doch echt behindert. Nein, mir wurde angezeigt, dass da eine Axt ist. Ja, ja. Wirklich, ich gucke in meinem Video. Ich kloppe seit 5 Minuten mit einer Axt auf Holz. Und dann hat sich Inventory Tweaks gedacht, ne, da ist keine Axt, wir zeigen dem nur an, da ist eine Axt. Edgy Badge. So, übrigens Leute, ihr seid jetzt gerade zurück aus dem Zeitraffer. Mega Fail meinerseits. Eigentlich von Inventory Tweaks. So. Das war jetzt witzig. Also hier oben sind, ja, zwei Blöcke Platz. Hab mich gewundert, warum das die ganze Zeit so krass laggt. Ich baue jeden Block 5-6 Mal ab. Ja, ich habe die Blöcke nicht 5-6 Mal abgebaut. Ich habe nur nicht mit der Axt draufgekloppt, also habe ich sie mit quasi Knochenmehl abgebaut. Naja. Wow. Danke. Ich war's nicht. Okay. War ich halt diesmal echt nicht. Also, hier. Jetzt haben wir auch den Beweis. Ne, warte, ich nehm's. Jetzt haben wir auch den Beweis, diese Höhle ist groß genug für einen Baum. Und ich würde sagen, das war's für die Folge. Ein bisschen kürzer, weil ich krank bin und ja, nicht so viel Lust habe aufzunehmen, weil ich stimme. Egal, Abspann ist schon drin. Das war's für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und ein Like und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Tschüss.